Willkommen in der kleinen Holzwerkstatt zum vierten Teil unseres Frästischprojektes hier. Den machen wir jetzt zu Ende. Ja, es gibt drei Teile vorweg. Die verlinke ich dir alle unten in der Videobeschreibung. Und jetzt machen wir die Schubladen und wie die einfach zu machen sind. Wirklich einfach, maßhaltig und vor allem rechtwinklig. Das zeige ich dir jetzt. Und wie alles im Leben ist ein guter Plan ein guter Berater. Ich habe also hier einen Plan aufgestellt, in dem wirklich die Maße drin sind, in dem alles im Grunde genommen klar definiert ist. Und damit habt ihr es relativ leicht, wirklich leicht, macht keine Fehler, in Anführungszeichen, wenn man nicht sich irgendwie verliest oder keine Ahnung, was da passieren kann. Also Fehlereinflüsse gibt es immer, aber man hat einfach Denkfehler vielleicht ausgeschlossen, wenn man sowas vorher konstruiert, sich einen Plan macht. Und das habe ich getan. Und jetzt würde ich sagen, wir machen das Ganze aus 12 mm Multiplex. 12 mm Multiplex ist unser Material. Da wird der Rahmen gebaut. Der Boden, den machen wir aus MDF, und zwar 3 mm, und den fräsen wir dort ein. Und und die Front wird eine 18 mm Multiplex-Platte werden. Und die setzen wir dann oben auf, machen ein paar Griffe dran und dann, dann war's das. Mehr ist eigentlich dann nicht zu tun. Ein bisschen Öl noch, ja, okay. Aber das war's dann. So, ich habe ja eingangs erwähnt, dass wir das sehr einfach machen wollen. Wir wollen es rechtwinklig machen, sodass ihr da kein Problem habt, nicht den rechten Winkel zu treffen. Und dazu nutzen wir auch den Frästisch. Den nutzen wir da schon dazu. Die Absaugung funktioniert. Weil da keine Schubladen drin sind, heißt ja nicht, dass der Frästisch nicht schon funktioniert. Das machen wir. Und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Den zeige ich euch. So, ich zeichne euch das mal auf, wie die Verbindung aussehen soll. Etwas übertrieben groß. Und ihr müsst einfach gucken, oder stellt euch einfach vor, wir gucken von oben auf die Schublade drauf. Also die Schublade, wenn die so vor einem liegt, dann ist das die Schublade. Ja. Hier ist die Rückwand. Das ist die vordere Wand und hier sind die Seitenteile. Ja? So, und da vorne wird dann die Blende aufgesetzt. Die ist aus 18 mm Multiplex. So, und das Ganze so wird so bedient. Ne? Also, und übertrieben wollen wir uns jetzt mal diese Ecke angucken. Und diese Ecke sieht einfach folgendermaßen aus. Wir haben hier, das ist quasi die Schublade. So, und die hat hier eine Nase. Und diese Nase ist im Grunde nichts anderes oder ist ein Falz. Und dieser Falz als solches, der hat hier, wir haben ja 12 mm Multiplex, ja, 12 mm, der ist hier 6 stark und ist hier, sagen wir mal, messen wir so raus, ist hier ebenfalls 6 reingelassen, also 6 eingefräst. Das ist ein ganz normaler Falz, der hier eingefräst ist. So, und jetzt setzen wir da drüber, im Grunde genommen, übertrieben gesehen, den anderen Teil. Der sitzt ja dann so dran. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was dabei rauskommt. Wenn wir uns jetzt die Maße mal ein bisschen wegpacken. Ja, dann seht ihr das besser. Na, sieht das nicht schön aus. So, dann ist es hier das zweite Teil, das ist quasi jetzt unsere Rückwand. Die hat hier nur eine Nut drin und die ist auch 6 tief und 6 breit. Und genau das müssen wir herstellen. Diese Nut hier, die könnt ihr mit der Tischkreissäge machen. Die könnt ihr mit der Fräse machen, wenn ihr einen 6er Fräser habt. Völlig egal. Diesen Falz, den könnt ihr auch mit der Tischkreissäge machen oder auch mit der Fräse. Ich mache jetzt beides mit der Fräse. Wie ihr es macht, das bleibt euch überlassen. Aber letztendlich habt ihr durch diese Anlageflächen, habt ihr einfach die Gewähr, dass es rechtwinklig ist. Und das ist wichtig. So, jetzt macht man es in der Regel so, dass man es hier ganz leicht überstehen lässt. Ja, und das
glättet man dann an, beziehungsweise schleift man dann bei oder man fräst es bei, wie auch immer. Wir werden aber dann nachher an der Fräse ein paar Frästests machen, und zwar Originalmaterial. Ihr nehmt ein Stück von dem Material, was ihr verarbeitet, weg, denn das hat die Dicke, denn Multiplex hat immer eine Schwankung, hat also immer irgendwo nie genau 12. Das sind vielleicht dann 11,8 oder 11,9 oder 12,1, wie auch immer. Also immer ein bisschen Differenz ist da drin. Und ja, und diese Differenz, die wollen wir exakt am Originalmaterial testen. Dann testen wir uns, dann stellen wir uns einmal die Fräse ein, fräsen alle Teile durch und dann ist es eigentlich schon erledigt. Und dann setzen wir die ganz, ganz einfach zusammen. Und ihr braucht nicht mal Schrauben, sondern ihr klebt da einfach ein Klebeband rum und das war's. So, und jetzt holen wir uns einfach mal, gehen wir mal hoch und sägen uns diese 12 mm Multiplex-Platten zurecht. So, die Teile sind alle zugeschnitten. Wir brauchen 4 Vorder- und Rückteile für die großen Schubladen und 4 Seitenwände, jeweils 2 pro Schublade. Also das ist fertig. Der Boden, den muss ich noch zuschneiden. Und hier, das sind die kleinen Schubladen. Da sind die Teile auch zugeschnitten, auch Rückwand und Seitenwand. Und bei der Rückwand und Seitenwand habe ich hier so eine Nut reingeschnitten. Das seht ihr hier. Ja, zeige ich euch das mal. Ich hoffe, das fokussiert. Das ist reingeschnitten. Die Nut ist 5 mm tief und sie ist 3 mm breit. Und in diese Nut kommt so ein Boden. Das sind 3 mm MDF. Das wird dort eingesetzt. Zack. Und läuft da drin prima. Und das wird dort dann letztendlich, also von der Größe der Schublade ist das hier überhaupt kein Problem, dieser dünne Boden. Bei der größeren Schublade, da werden wir einen 12er Boden reinmachen. So, und jetzt wollen wir fräsen und dazu müssen wir die Teile erstmal ein bisschen anzeichnen. So, nehmen wir mal jetzt 2 von den Teilen und 2 von denen und dann bauen wir mal ganz provisorisch so eine Schublade auf, dass ihr seht, wie es denn gemeint ist. Also die Nuten natürlich nach innen, ist klar. Und hier dieses Teil nach hinten, das ist quasi so mein Rücken oder meine hintere Begrenzung. Und das hier wird der vordere Teil sein. So. Ja, genau, fällt nur um. So wird das Ganze aufgebaut sein. So, und jetzt haben wir ja gerade vorhin diese an der Tafel, die habe ich euch ja gezeigt, wie ich diese Nuten haben will. Und tut euch einen Gefallen und baut einmal so eine Schublade auf und zeichnet an den Teilen an, wo gefräst wird. Wie schnell hat man irgendwo reingefräst, wo es dann letztendlich ja, die falsche Seite ist. Deswegen einmal anzeichnen und dann habt ihr da Ruhe. Das heißt, an dem Part, das soll ja die Gesamtbreite, das gibt ja die gesamte Breite. Das heißt, es muss so anschlagen und nicht so. Bedeutet, wenn wir uns nach der Zeichnung orientieren, dann muss hier eine Nut rein. Und die zeichnet ihr euch einfach mal an, sowohl links als auch rechts, dass ihr zumindest mal eine Orientierung habt, wenn ihr fräst nachher, was da mit dem Teil passiert. Und das hier, das bekommt einen Falz. Und dieser Falz, der liegt ja außen. Das heißt also, den zeichnen wir uns außen an. So und einmal so. Und dann wisst ihr, was weg muss. Ja, das schraffiert man sich so ein bisschen. Und dann wisst ihr, was weg muss. Und das haben wir sowohl auf der Seite als auch auf der anderen Seite. Zeichnet euch die an und dann stellen wir uns mal die Fräsmaschine ein. So, in der Fräse. Das ist ja standardmäßig zumindest in meiner Fräse war das so, ist standardmäßig eine Achter Spannzange verbaut.
Und ich benutze jetzt aber, um diese Nuten zu fräsen, einen 6er Fräser. Das heißt, den Fräser hier, das ist der Fräser. Das ist ein Fräser, der eine Wendel hat. Also somit ist die Belastung auf den Zahn nicht auf der ganzen Länge, sondern immer nur punktuell, dann, wenn er eingreift. Das erhöht so ein bisschen die Standzeit von dem Fräser. Also ein gewendelter Fräser, aber er hat hier einen 6er Durchmesser. Und der passt natürlich dann nicht in die 8er-Buchse. Insofern muss ich die 8er-Buchse tauschen. Und da gibt es von Triton, die zeige ich euch mal. So, diese Teile hier, das sind zusätzliche Spannzangen, könnt ihr euch kaufen. Da könnt ihr eine 12er, eine 12,7er und eine 6er Spannzange kaufen. Ich habe mir jetzt eine 12er und eine 6er gekauft. Warum eine 12er? Ich habe demnächst ein Projekt vor, bei dem ich einen großen Fräser verwenden werde. Da werde ich auch nicht diese Platte verwenden, sondern da werde ich diese Platte brauchen. Die hat also einen großen Durchmesser. Für das Projekt hier mit den Schubladen brauche ich jetzt einfach eine 6er Spannzange. Und die bauen wir jetzt ein. Das ist die hier. Ne, das ist die große. Das ist die kleine. Die bauen wir jetzt ein und dann setzen wir den Fräser ein und dann können wir die Nut auf einmal fräsen. So, wenn ihr euch erinnert, wir haben hier 6 mm und hier 6 mm. Insgesamt ist es Materialstärke ja 12, sodass wir hier auch 6 haben. Also es sind 2 mal 6 für den Falz und für die Nase hier. Und die Nut, die muss von da außen einfach aus 6 mm rein und hat dann eine 6er Nut. Also von daher alles 12 mm. Und ich habe den Fräser jetzt 12 mm hoch, 6 mm hochgestellt. Und 12 mm von der Außenkante des Fräsers bis zum Anschlag. Und das ist das Maß, das wir eigentlich wollen für die Schubladen. Und jetzt machen wir mal eine Testfräsung und dann gucken wir mal, ob es passt. So, das ist die Nut, dass ihr die mal seht. Und die messen wir jetzt mal nach. Wir haben jetzt hier 6,1, also super. Und in der Tiefe, das heißt, wir müssten etwas den Fräser weiter nach unten senken. Das kriegen wir hin und dann passt es auch. Dieser Falz, hier sind die beiden Nuten für den Boden, das heißt die nach unten, ja, so nach unten. Das heißt, das Ganze wird dann hier reingesteckt. Steckt man das Ganze mal rein. So. Ihr seht, das hält jetzt schon. Ja. Also das ist wirklich cool. Ihr seht, das ist relativ einfach. Die Sachen steckt man jetzt einfach nur so zusammen. Dann habe ich mir diesen Boden noch zugesägt. Das ist ein 3 mm MDF. Das steckt man hier rein. So. Dann steckt man das Teil dazu. Und dann nimmt man so eine Schubladenteil und steckt das oben auf. Mal gucken, dass das richtig sitzt. So. Und das war's. Mehr passiert hier überhaupt nicht. Das heißt, wir haben hier eine Schublade. Schaut mal hier, die hier auch super bündig ist, ne? Also hier ist sie wirklich super bündig und vor allem maßhaltig und rechtwinklig. Und das ist das Wichtige an dieser Geschichte. Denn insbesondere dann, wenn wir hier mit Schubladenschienen arbeiten, die so ein geringes Spiel haben wie diese hier.
dann ist es wichtig, dass er hier einfach maßhaltig arbeitet. Und wenn er das mit einer Fräse macht, dann ist es optimal. Und diese Art Schubladen ist wirklich ein Stecksystem. Ihr braucht keine Spannzange, keine Schraubzwingen, ihr braucht gar nichts. Ihr nehmt einfach nur ein bisschen Leim, packt den Leim auf die Nuten und klebt hier einfach ein bisschen Papier drumherum oder ein bisschen Klebeband drumherum und dann war's das. Der Rest ist dann, macht die Schublade bzw. der Leim. Und vor allem diese Verbindung mit diesen 6 mm Nuten. Also optimal und besser geht's wirklich nicht. So, mittlerweile sind die Schubladen eingebaut. Ihr seht, wir haben hier die Schubladen drin. Die laufen auch echt super klasse. Ja. Also mit Selbsteinzug wunderbar. Auch die untere Schublade funktioniert sehr gut. Oder die unteren Schubladen funktionieren sehr gut. Also alles toll. Ja, jetzt müssen wir die Fronten dran machen. Bei den Fronten haben wir rundrum 2 mm Platz, das heißt, wir nehmen zwei 2 mm Bohrer. Ja, also diese Bohrer hier. Und die setzen wir letztendlich immer als Abstand zum Korpus für diese Platten. Wir fangen jetzt hier bei den kleinen, fangen wir mit den unteren an. Das heißt, wir setzen die unteren. Ach, ich zeige euch das einfach mal. So, wir haben also hier den unteren Rand. Hier sollen wir ja auch 2 mm haben, das heißt, wir legen diese Bohrer hier einfach rein. So. Und so. Und dann nehmen wir uns so eine Blende. Die habe ich schon fertig geschnitten jetzt. Und die setzen wir einfach hier rein. Zack. Dann haben wir hier unten einen definierten Abstand von 2 mm. Und jetzt müssen wir nur links und rechts noch zwei Bohrer dran halten. Zumindest hier. Hier sollten sie ja auch 2 mm sein. Und dann ist die Schubladenfront eigentlich soweit positioniert. So, wie wir sie jetzt an die Schublade kriegen, ist auch relativ einfach. Ich habe hier ein Kreuz dran gemacht. Das heißt, das ist die Front. Finde ich auch von der Maserung her sehr schön. Deswegen habe ich mich hier für die Seite entschieden. Hier machen wir einfach ein doppelseitiges Klebeband drauf. Und dann kleben wir das einfach so dran, ziehen die Schublade dann raus und verbohren es von hinten. Und das machen wir jetzt mal. So, etwas später, die Fronten sind dran. Ihr seht, ja, die Schubladen laufen alle sehr leicht mit Selbsteinzug. Eigentlich ganz toll, genau das, was wir haben wollen. Und ja, ihr werdet jetzt sagen, naja, es sind ja keine Griffe dran. Ja, ich habe keine Griffe dran gemacht, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir nicht darüber im Klaren bin, was für Griffe ich dran machen will. Und wenn ihr da eine Idee habt, schreibt mir mal in die Kommentare. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ja. Also was mir nicht gefällt, ist so ein Griff mit so einer Stange dran. Das ist nicht so richtig doll. Das habe ich hier und das ist nicht so das Thema. Sondern ich möchte irgendwie einen Griff, der sich sowohl von oben als auch von unten greifen lässt. Oder überhaupt greifen lässt, von allen Richtungen am besten. Und dann soll es eigentlich relativ unauffällig sein. Ich will aber die Front jetzt hier nicht verbohren oder sowas, kein Loch reinbohren,
weil sonst habe ich auch den Staub da drin. Das will ich nicht. Also es muss irgendetwas sein. Ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht so eine Stofflasche dran zu machen. Wie auch immer. Ja, also wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Vielleicht noch mit einem Link zu einem Bild. Und dann kann ich das auf jeden Fall noch vervollständigen. Im Moment bleibt das so, wie er ist. So, meine Lieben, das Frästischprojekt ist abgeschlossen. Wir haben jetzt einen Frästisch abgeschlossen, bis auf die Griffe natürlich, ist klar. Da bin ich mal gespannt, was ihr mir da in den Kommentaren schreibt, was für Vorschläge ihr habt. Aber ihr seht, auch der Schalter ist jetzt dran. Es ist abgeschlossen und ich freue mich tierisch über dieses Thema und ich freue mich tierisch über diesen Tisch, dass ich jetzt arbeiten kann an einem richtig großen Frästisch, der sehr viel Bequemlichkeit mit sich bringt, der sehr viel Arbeitsfläche mit sich bringt, der auch viel Präzision mit sich bringt. Das Einstellen ist viel einfacher. Ihr wisst, mit der Makita kann man das natürlich auch machen. In der GTS 10 hatte ich sie ja drin und habe da auch gefräst, aber das war immer, naja, das war immer ein Gefrickel mit der Einstellerei. Das Thema ist jetzt weg. Jetzt haben wir das wirklich mit dieser Einstellung von oben richtig gut gelöst. Und ja, die Schubladen zu bauen, ihr habt gesehen, ganz einfach. Und wenn ich zeige euch mal kurz diese Spaltmaße, die dann entstehen, ne, wenn man das mit einer hohen Präzision macht, wollte ich sagen. Ja, dann entsteht da einfach ein schönes Bild. Und das darf auch in der Werkstatt sein. Da darf auch das Möbel ein bisschen nett aussehen und gut aussehen. Und ja, das habe ich jetzt erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Projekt gefallen hat, dann baut es gerne mal nach, weil das ist echt eine Bereicherung für die Werkstatt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo. Ich freue mich über ein Abo, weil, am besten mit Glocke natürlich, weil es wird immer wieder solche Projekte geben und dass ihr nicht verpasst, was da so bei mir in der Werkstatt los ist. Deswegen die Glocke oder die Empfehlung, die Glocke mit anzuschalten. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut. Servus.